Hallo und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Odyssey. So, Moment mal, ganz kleinen Moment, ich muss mal hier kurz was machen, weil das nervt. So, wir sind bei Assassin's Creed Odyssey in der Höhle von Kratos. Ich nehme den Kommentar jetzt danach auf, später, danach, weil nämlich mir das Spiel abgeschlossen ist. Beziehungsweise nicht nur das Spiel, sondern der ganze PC nach ungefähr 15 Minuten oder so. Und das war ein bisschen blöd. Und dadurch ist natürlich meine Audioaufnahme putt. Beziehungsweise ich habe zwar das soweit repariert bekommen. Das Problem ist nur, dass das jetzt immer sehr stockend ist. Ja, also es fehlt immer wirklich so eine Sekunde, dann rede ich weiter. Dann fehlt wieder eine Sekunde, dann rede ich weiter. Und das ist ein bisschen blöd. Aber wie gesagt, in der Höhle des Kratos sind wir. Hier sind die Boys. Das ist Kratos. Nee, das ist nicht Kratos. Das ist das alte Kotros. Ja. Und hier sind wir jetzt in der Höhle. Knallen die weg. Beziehungsweise, wir versuchen es, da ich ja schon weiß, was passiert. Wir knallen sie nicht weg. Kann ich jetzt schon mal sagen. Ich habe den Speer ausgerüstet, mal ein bisschen gekämpft. Ich muss ja sagen, an und für sich, ein Speer ist eine coole Waffe. Aber irgendwie ist die Kacke. Weil beim harten Schlag geht die immer so weit zurück und dann trifft sie nicht mehr. Das ist irgendwie blöd. Der leichte Schlag ist eigentlich ganz cool, weil du mehrere Gegner treffen kannst. Aber auch das ist doof irgendwie. Naja. Und die haben mich irgendwie extrem abgefuckt, die Boys hier, ne? Richtig eklig. Und ja. Es wird wahrscheinlich auch keinen Ingame-Sound geben, weil das Problem ist, wenn man die Datei repariert, dann hat man... Ach nee, ich hab's geschafft. So. Auch gut. Wenn man die Datei repariert, sind dann zwei Audiodateien und noch eine Audiodatei. Ist doof. Und die andere Datei konnte ich anscheinend nicht retten. Das ist auch sehr ärgerlich. Obwohl ich es versucht habe. Das ist doof. Tatsächlich. Und naja. Da machst du nichts. Oder habe ich es versucht? Ich weiß es gar nicht. Vielleicht versuche ich es auch noch, dann hört ihr das hier gar nicht. Weil dann könnte ich mich einfach die nur Original-Audiospur drüberlegen und mache hier einfach irgendwie Assassin's Creed-Musik drüber, wie auch immer. Und dann ist auch gut. Ach, mit Herodotos sollte ich nochmal reden. Ach, stimmt, das war ja da mit den Polypen, genau. Ja gut, dann habe ich das doch geschafft direkt. Hä? Bei der letzten Folge habe ich das doch verkackt und dann nie geschafft. Ich weiß es nicht mehr genau. Ist ja auch nicht so schlimm. Kannst du alles essen, aber nicht alles wissen. Und so ist das. So, wir gehen mal ein bisschen weiter. Wir gucken, was hier noch so ist. Achso, ich gehe auch gerade zu ihm, ne? Ach nee, warte mal. Jetzt bin ich ja komplett falsch. Hier war ich schon drin. Mit der Höhle hatten wir ja schon. Ich gehe jetzt nämlich zu den Polypen. Und eventuell mache ich hier den Original-Sound wieder rein, weil der komischerweise funktioniert ganz gut vom Spiel. Nur die Mikrofon-Audio ist kacke. Nee, das funktioniert auch nicht. Also das Audio vom Spiel ist auch scheiße, deswegen. Aber Untertitel sind ja an. Dementsprechend kein Problem. Läuft. Ja, hier ist jetzt auf jeden Fall auf dem Schlachtfeld, das wir auch vom Anfang des Spiels kennen. Die Thermopylen. Da, wo Leonidas mit seinen eigentlich nicht wirklich 300 gekämpft hat. Und hier ist sein Grab. Das Grab des Leonidas. Und da, die sowieso nichts erzählen. Beziehungsweise man kann lesen, aber man hört ja nichts. Kann ich auch weiterreden. Ist auch wurscht. Und da erzählt er ein bisschen von den Spartiaten und bla bla mit der Geschichte und so weiter. Und ja. Solche Geschichten. Oh, ein bisschen müde. Ich bin ja mal gespannt, ja, wo das alles hier noch enden wird. Also insgesamt mit Cassandra und der Mutter und dem Vater natürlich. Wird man den Wolf nochmal wiedersehen? Ich denke, ihren Bruder wird man bestimmt nochmal sehen. Ich
geschafft, der war schon da. Keine Ahnung. Aber wir wissen noch nicht, wer ihr echter Vater ist. Ich denke, das werden wir herausfinden. Da müssen wir natürlich die Nebenquest oder eine Quest für machen. Die Mutter finden wir bestimmt auch noch irgendwie. Ja. Wer unsere Gegner sind, wissen wir mittlerweile auch. Das ist ja der Kult des Kosmos. Und dann Deimos oder Deimos. Das wird wahrscheinlich noch ne? Spaß. Das wird noch richtig Spaß geben. Obwohl ich dir sagen muss, ich hätte jetzt schon gern gewusst. Ich weiß gar nicht, was bis hierhin kam, ey. Scheiße. Hatte man das schon gesehen? Nee, ne? Ich will ja auch nicht zu viel spoilern. Aber ich weiß es gerade nicht. Es wäre interessant. Also ich sag mal, manche Sachen wären natürlich interessant, wenn man jetzt Alexios gespielt hätte, müssten ja manche Sachen anders sein. Dann wäre Cassandra das Baby gewesen und sie wäre runtergestürzt und ihn hätte man ja dann gespielt und wie gesagt, ein paar Sachen müssten ja dann anders sein. Das wäre interessant. Ob sich dann auch Namen ändern oder so, weiß ich nicht. Wäre aber auch cool eigentlich. Ich weiß nicht, inwieweit, weil das wäre Quatsch dann mit den Namen, wenn die gleich wären. Aber das weiß ich nicht. Werde ich wahrscheinlich auch nie herausfinden, wenn ich es einmal durchgespielt habe. Habe ich es durch. Ich glaube, dann spiele ich es nicht nochmal. Tja. Und er muss auch irgendwie... Herodotos, ist das Herodot einfach? Ich weiß es nicht. Weil der muss auch irgendeine besondere Gabe haben oder auf jeden Fall irgendwas Besonderes sein, dass er sowas machen kann. Vielleicht ist er auch einer von der alten Zivilisation, halt nur so ein bisschen versteckt getan, ne? Als man weiß es nicht. Viel, worüber man auch spekulieren kann. Was ich aber sagen kann, ist, dass ich, obwohl es im Grunde fast dasselbe Kampfsystem ist und im Grunde auch dasselbe Spiel wie Origins, finde ich Odyssey um einiges geiler. Ägyptische Mythologie und das ist alles cool. Aber das Spiel fand ich trotzdem echt nicht gut. Ich fand es echt irgendwie scheiße. Muss ich halt sagen, jetzt nicht so. Ich habe es natürlich gespielt. Ich glaube, es hat, keine Ahnung, 67 oder 87 Folgen oder 88, irgendwie sowas, keine Ahnung. Es war nicht schlecht. Ja, also ganz scheiße war es ja nicht. Ich war nur, glaube ich, mega enttäuscht, weil ich mir ein bisschen was anderes unter dem Spiel vorgestellt habe. Ich habe mir eigentlich vorgestellt, dass wir viel mehr in der Geschichte der Assassinen drin sind, beziehungsweise noch nicht in der Geschichte, aber viel mehr darin involviert, wie die tatsächlich entstehen. Und im Grunde war es nur das Ende. Da hat man dann gesehen, ja, hier, dann haben sie den noch nicht mal den Kodex irgendwie, glaube ich, erwähnt. Fand ich alles ein bisschen schade, weil das habe ich mir vorgestellt. Origins, also die Herkunft. Gut, ist im Grunde ja die Herkunft, aber trotzdem mehr die Entstehungsgeschichte. Und da wäre cool gewesen, wenn man auch ein bisschen mehr mitgewirkt hätte können tun. Ne? Aber das ging halt nicht. Und hier finde ich schon manches einfach besser, ich weiß nicht. Ich finde zum Beispiel eigentlich ganz gut, dass du kein Schild mehr hast. Andererseits finde ich es halt total dämlich, dass andere ein Schild haben. Aber okay. Aber wenn man nämlich selbst kein Schild mehr hat, das macht das ganze Kampfsystem einfach viel schneller und agiler und macht halt einfach echt ein bisschen mehr Spaß. Ich mag die griechische Mythologie doch schon ein bisschen mehr als die ägyptische, obwohl die auch mega cool ist. Aber man hat, glaube ich, mit der griechischen im Allgemeinen viel mehr am Hut. Man kennt da auch viel mehr. Was kennt man aus der ägyptischen Mythologie? Klar, man kennt Pharaon, Tutanchamun, was weiß ich. Man kennt Ra und... Ach, wie sie alle heißen, mir fallen die ganzen Namen nicht ein. Neith und, wie ist der komische Hundeficker da nochmal? Weiß ich auch nicht mehr. Auf jeden Fall, man kennt aus der griechischen Mythologie einfach viel, viel mehr, ne? Zeus, Herkules, Hera, Aphrodite, Ares und so weiter und so fort. Ich glaube, da hat man einfach viel mehr Schnittpunkte.
Und das macht auf jeden Fall schon was aus. Mir gefällt es auf jeden Fall besser schon als Origins. Obwohl es, wie gesagt, im Kern dasselbe Spiel ist. Es hat im Grunde, es ist die gleiche Grafik. Origins sah genauso aus. Genauso gut. Ja. Obwohl ich es dann noch nicht mal auf Ultra spiele, weil dann, glaube ich, obwohl ich es nicht probiert habe. Ich müsste es mal auf Ultra probieren. Wahrscheinlich hätte ich da gar nicht so krass Einbußen. Ich stelle manchmal ein bisschen noch was runter, weil ich Leistungseinbußen habe, wenn man dann gleichzeitig aufnimmt. Weil die Spiele natürlich relativ viel fordert von einer Grafikkarte. Obwohl das ja nicht sein sollte, weil die eigentlich einen extra Chip haben. Aber naja, ist ja wurscht, das ist so technisches Blabla. Hier gucke ich mir gerade die Karte an und überlege, wo gehe ich denn als nächstes hin? Ja, und wir sind ja in Marlis und ich bleibe auch in Marlis in den nächsten Folgen oder in der nächsten Folge. Und ich gucke mir jetzt ein bisschen, die Insel an. Ne? Ich laufe von der einen in die andere Ecke. Und es ist ja auch gleich vorbei. So viel kommt gar nicht mehr. Ich gucke mir nämlich an, ob hier irgendetwas ist. Ob ich was finde, irgendeine Quest, irgendwas. Ja. Und wirklich viel ist hier leider nicht mehr drauf gewesen auf dieser kleinen Insel. Aber auf den nächsten dann wieder. Und so will ich ja auch weitermachen. Ne? Da hat mich dann zwar zwischendurch umentschieden, weil ich wollte ja eigentlich bis Attika und dann Attika machen und dann erst nach Andros bzw. die kleinen Inseln darunter auch noch machen. Habe ich dann nicht gemacht. Ich bin irgendwann nach Andros gefahren und werde wahrscheinlich danach dann so diese kleineren Inseln machen, die auch gerade noch von Athen beherrscht werden. Das werden wir dann versuchen zu ändern. Dann müssen wir gucken, wie das funktioniert. Es ist eine kleine Insel, da wirst du nicht viel machen können. Da wird es auch nicht so viele Quests geben. Und dann nach Attika. Was ich zum Beispiel nicht wusste, vielleicht wusste ich es, ich habe es vergessen, dass Attika Athen ist. Ich habe immer, oder bin davon ausgegangen, Attika ist was Eigenes, weil deswegen hatte ich irgendwann auf der Karte später, also es wird erst kommen, Athen gesucht und dachte mir, hä? Wo ist denn diese fucking Stadt Athen? Ja, bis ich dann so mal zu dem Schluss gekommen bin, ach so, Attika ist ja Athen, ja, macht dann auch Sinn, ne? Da haben wir einen Schatz gefunden, aber der hat mich dann doch nicht so interessiert, weil, ne, ist mir zu anstrengend, da runter zu klettern, wieder hoch, das macht ja, dauert zu lange. Ja, wie gesagt, ich will ein bisschen die kleinen Inseln machen und dann die großen. Nee, ist auch falsch. Ich will erst so die kleinen Inseln machen und dann machen wir Story weiter. Irgendwie so in der Art würde ich das gerne machen. Jetzt gucke ich mir hier so ein bisschen an. Das ist ein Fragezeichen, blablablub. Jetzt kann man das leider nicht sehen. Wir haben ja auch die Boitien. Oder wie auch immer das heißt, der Wurscht. Da ist es ähnlich, ne? Da kann man erst später hin, weil das leveltechnisch einfach viel zu hoch ist. Ja, aber ich denke, wir werden uns da ein bisschen durchwurschteln und ich werde die normalen Nebenquests, die mit dem Ausrufezeichen, die mache ich, die anderen, diese optionalen Sachen, da muss ich gucken, ob ich sie mache oder nicht, vielleicht die ein oder andere, ja, bestimmt, wenn ich gerade Lust drauf habe, aber im Großen und Ganzen nicht, weil die finde ich doof, die machen für mich halt auch wenig Sinn, außer vielleicht ein bisschen zu leveln. Aber ich glaube, man kommt ganz gut mit dem Level klar. Man kriegt ja für Hauptstory-Missionen, kriegt man ja doch schon einiges an EP. Deswegen, das reicht mir, glaube ich, auch. Und sonst, ja, Nebenmissionen machen. Ich will irgendwann mal gucken, auch gegen mythische Kreaturen zu kämpfen. Das geht ja auch in diesem Spiel. Da muss ich allerdings gucken, was für Missionen man da machen muss. Ob die einfach so kommen oder, also sind das normale Nebenmissionen oder sind das optionale Sachen? Da muss man schon genau gucken, ne? Das weiß ich halt noch nicht, aber das werde ich herausfinden. Oder ich hab es schon wahrscheinlich herausgefunden, wenn man das hier sieht. Und ich habe ja ein paar Folgen aufgenommen. Das hier ist Folge, ich habe keine Ahnung, 29 oder so. Ich habe schon 11 weitere Folgen noch aufgenommen. Also bis Folge 40 bin ich bedient. Und da kommt der Söldner und... Ich habe gegen diesen Söldner gekämpft. Ich habe diesen Söldner besiegt haben werden tun. Ja, Nautios, der Schwanzlose. Ach nee, Sichtlose. Ist ja doof, der ist blind. Scheiße. Na gut, auf jeden Fall, ich habe ihn besiegt. Danach, bumm, Computer abgestürzt. Ich weiß nicht genau warum. Wir sind hier beim Salz der Erde. Vielleicht liegt es auch am Salz der Erde. Es hat die ganze Flüssigkeit rausgezogen. Zack, keinen Bock mehr gehabt, weißt du. Man weiß es nicht. Er kämpft auf jeden Fall mit einem Speer. Ich stehe mit dem Rücken zu ihm, weil ich mir denke, yo, fuck you. Jetzt hole ich den Speer auch raus und jetzt geht es ab. Die Attacke, die ist so doof, ne? Dass man so weit nach hinten geht. Aber gut, das muss wahrscheinlich so sein. Jetzt brennt der Speer auch noch. Scheiße. Jetzt hat er sich gedacht, oh shit.
macht aber guten Damage. So, in 20 Sekunden ist der Kampf vorbei und dann auch diese Folge, weil wie gesagt, Ende Kampf, alles gut oder so. Zack, da ist er tot. Die Finisher, die sind schon ziemlich nice. Damit bedanke ich mich bei euch fürs Einschalten. Hoffe, in der nächsten Folge seid ihr wieder mit dabei. Da geht alles seinen normalen Gang. Haut rein.